wunderbar. Weiter, 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 weiter. Gut, warte, noch ein Stück. Noch ein Stück. Also ein paar Zentimeter. Ja, jetzt mal hoch kurz. Ich habe jetzt die Winkel noch drauf gemacht, bevor man das Draht geflasht hier verbiegen oder so, weißt du? Das ist besser. Sonst haben wir nachher noch eine Rechnung am Hals. Das geht gar nicht. So, vereinbart ist, dass wir nach Arzbach fahren, 56337. Hier steht eine Bad Emser Adresse drauf, da soll ich auf jeden Fall nicht hin. Da soll das wohl nicht passen mit dem LKW, haben die gesagt, deswegen soll ich jetzt zu dem Lager dahin fahren mit den Steinchen hier. Keine Ahnung, ob die da beim Stapler abladen oder ich weiß es nicht. Ich bin übrigens hier bei Steinzeit in Bonn, ne? Man hat da jetzt schön geladen. So. Huit, huit. Boah Junge, was ist das für ein Wetter, wa? Ich bin schon wieder am Kochen, ich hatte Standklima schon mal. 26 Grad, Standklima. Standklima, Junge, bei dem Auto, Hauptsache. Ey. Die ganze Woche soll schön bleiben, ne? Habe ich gelesen. Gespannt bin ich auch, ob das jetzt alles so stimmt, dass ich in dem Lager ablade. Da muss wohl eine Baustelle sein, habe ich schon gesagt, keine Ahnung. Da muss eine Baustelle sein, da hätte ich mit dem Auto Probleme, weil das irgendwie ganz, ganz schmale Sträßchen da oben sind, wo das hingeht. Da soll ich wohl zu dem Lager fahren und die nehmen das mit einem ganz kleinen Auto mit. Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, ob die einen Stapler haben auf dem Lager oder ob ich die Paletten da so absetze. Schauen wir gleich mal nach. Ist doch kein Problem, ich kann die absetzen. Ne? Fahren wir jetzt die A3 gleich runter. Wenn ich das so richtig sehe, müssen wir Montabaur runter und dann Arzbach? Arzbach? Jo, Arzbach. Also irgendwas habe ich da mit Montabaur gesehen. Keine Ahnung, gucken wir gleich mal. Es ist ein schöner Morgen. Noch 4,6. 4,6 Kilometer, dann sind wir beim Kunden. Und dann kicken wir mal, was er sagt. Wie gesagt, mein Chef sagt, er hat es abgesprochen, dass ich zu dem selber hinfahre und nicht zur Baustelle, wo das abgesetzt wird. Oh, Motorradfahrer. Fahr ordentlich, Junge. Okay. Crazy. Miau. We have some serpentines. Ging ja gut. Wie ich jetzt wie ich eben hier ankam, da kam auch direkt ein kleiner LKW von der Firma, wo ich jetzt hier gerade bin. Und dann haben wir da direkt darauf geladen, weil der sagte tatsächlich, dass ich nicht da rankomme, weil die Straße wohl so steil hoch auch geht und so, weiß. Jetzt werden wir uns hier mal schön rausbegeben. Ach. Oder falsch, Junge. Müssen wir ganz eng nehmen und vorne rechts aufpassen an der Mauer. So, normalerweise muss ich jetzt hier in die Straße auch rein. Dann machen wir direkt. Ich kann jetzt nur nicht sehen, ob da was steht. Aber das sehe ich ja jetzt gleich. Aufpassen, da hinten steht ein Auto. Hinter mir, ne? Nicht, dass ich da mit dem Kran gegenschwenke oder so. Ja, super freundliche Leute, die waren top, die eigentlich immer. Talweg, okay. Oh, da oben kann man eine schöne Terrasse bauen. Freiwillig 30, da bin ich dabei, Junge. So, dann sind wir jetzt in Niederzier, ne? Dann laden wir jetzt hier Charger. Habe ich gerade den Tagesbericht geschrieben hier für die Firma. Und haben mich schon wieder verdonnen, ey. Papierverschwendung hoch 10, Junge. So, hier ist noch keiner. Mein Chef hat mich eben angerufen und gefragt, wann ich denn hier bin. Dann habe ich gesagt, um 12:30. Wunderbar. Dann machen wir jetzt Päuschen, bis der kommt. Und dann laden wir
Soviel ich weiß, kommen da noch welche für Berlin mit drauf. Die sind für Freitag. Da muss ich aber mal schauen, wie das alles funktioniert. Weil am Donnerstag habe ich Einschulung. Und das wissen die eigentlich. Deswegen müsste ich normalerweise gleich den Wagen übergeben. Oder der... Ich habe Telefon. Ich muss Auto laufen lassen, das ist zu wärm. Liebe Leute, da vorne stehen die Fundamente für die Säulen. Ne? Die werden immer vorab geliefert. Und dann werden die eingesetzt. Und dann kommen Kranwagen und setzen die dann auf die Gewindestangen da. Ne? Ach nee, Leute. Oh, wisst ihr, was ich gleich mache? Weiter. Gut. Nochmal gerade anheben, ganz kurz. Naja, sind wir schon eingespielt. Ja. Na, schauen wir jetzt mal, wie das wird. Der geht auf jeden Fall nach Gronau, das ist kein Problem. Da muss ich Ludwigsfelde, da muss wohl einer irgendwie mit dem Hubwagen irgendwo rausgeholt werden, aufgeladen, 400 Meter weiter, setzen. Und dann die zwei Kisten, die ich jetzt oben drauf habe, noch, da sind noch zwei Kisten drauf, die sind für Freitag. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Kommt er gerade hier, so wollte ich mich auch unterhalten, kommt da so ein Kettwiesel an und labert mich hier einfach zu, verstehst du? Ja, ja, ja. Schlimm sind auch die mit Bart, ne? Die hier? Ja. Kennt ihr den? Den LKW-Mike. Ach ja, ja. Alter, ich bin die ganze Zeit schon... Oh, wir haben hier bestimmt jetzt... Boah, wie lange haben wir gelabert hier, ey? Ich bin doch schon die ganze Zeit hier. Ja, du hast hier mit dem musst du aber dazu sagen, Dirk hat sich hier mit dem Holländer unterhalten. Ja, ein super Typ. Der hat mir den ganzen Autotransporter erklärt. Ja, genau, der hat hier so einen Autotransporter. Der hat hier so einen Autotransporter. Ja, ich komme von dort angelaufen und Dirk und der Holländer standen hier hinten am Arsch vom LKW. Und Dirk, guckst du, ey, ist das für ihn? Ich habe ihn gefragt, kennst du den? Und er so, ne. Ich sag, ja, was weiß ich, wer das ist. Und dann kamst du. Ja, war sehr geil, ne? Ja, mein Abendessen. Naturjoghurt mit Ananas. Ich hab mir eben schon, was hab ich mir geholt? Weiß ich nicht, Wasser. Ja, Bratwurstbrötchen. Ja, Bratwurst. Was stellst du nur für Fragen? Aber ich finde das Wort Naturjoghurt so anrüchig. Was? Naja, weil es Naturjoghurt heißt. Ich hab da immer Sachen dazu im Kopf. Wenn du sagst, ich habe wieder Naturjoghurt gegessen, dann habe ich immer irgendwelche Bilder im Kopf. Ach so, ja. Joghurt mild. Ja. Ach guck, ey, was bin ich ein... Guck mal bitte hier, ich fliege das Auto bis aufs Letzte. Ne? Da, eine Hose. Was ist denn da? Na, da eine Hose. Ja, und das habe ich jetzt auch jetzt hast du den Naturjoghurt an der Hose. Aber Naturjoghurt an der Hose habe ich auch wieder. Ja, das ist scheiße. Ich bin jetzt total traurig. Und sonst, Hase, erzähl mir bitte, wie geht es dir? Sonst geht es mir eigentlich soweit ganz gut, ja. Du bist 60 Kilometer jetzt gefahren? Ich bin jetzt 60 Kilometer hergefahren, ja. Du bist ja schon ein bisschen bekloppt, ne? Ach so, ja. Ich habe jetzt eben die Kamera angemacht und gar nicht dabei gesagt, wir haben schon den nächsten Tag. Ich habe heute noch gar nicht gefilmt. Genau, wir haben heute schon Dienstag, den 11. Dann kann ich mal direkt dabei sagen, ich war heute Morgen schon in Gronau, habe da einen Charger gesetzt, völlig unspektakulär, und bin jetzt in Zisa. Und wer überrascht mich? Der LKW-Mike. Eigentlich, soll ich klugscheißen, eigentlich heißt es Ciesa. Ja, mach das. Du klugscheißt das doch sowieso immer rum. Und vorhin war ich mir nicht sicher, weil ich habe ihn das versucht aus, anzurufen. Als wenn ich auf den Sitz gejitscht habe jetzt gerade, ja. Beim Fahren so. Jetzt sieht es ja auch richtig geil aus, weil du so da sitzt. Scheiße, ne? Die denken jetzt bestimmt, was machen die zwei jetzt? Ja. Nee, du hast die Gardine ja noch nicht zugemacht. Soll ich? Da kommt der Mike mich besuchen. Ja. Unfassbar. Er ist nicht rangegangen. Da habe ich mir gedacht, ach scheiß drauf, ich guck mal, ob der Mike mich schon geschrieben hat. Ja. Oh, drei Anrufe. Ja, einer davon war ich. Trackerspeckis, pass auf. Ja. Da wollte ich wollte wissen, ob das der Rastplatz ist. Weil hier sind zwei Autohöfe. Ja, aber einer heißt Caesar. Caesar. Ach, Autohof Caesar bist du. Caesar, oh, guck mal, du Schleif. Ja. Ja, das kann meins auch. Das quatscht dann auch einfach weiter. Hör ich mir gleich an, was du zu sagen hast. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Darf ich jetzt einfach vor dir essen? Ja, klar. Hau rein. Danke. Nee, aber ich meine jetzt mal ganz im Ernst, wie oft haben wir die Gelegenheit? Oder wie in oft In Zukunft mehr.
Vorher nicht. In Zukunft mit den Chargern haben wir die sehr oft eigentlich. Ich hoffe, man sieht uns beide. Willst du mich jetzt nötigen, mit dem Gemüselaster zu dir hochzufahren oder was? Nein, aber wenn ich einmal jetzt demnächst weiß, wo du wohnst, kann ich ja direkt da parken, wenn wir das vorher abgesprochen haben. Ja. Da, wo Sven damals geparkt hat, da kannst du nicht mehr parken, da haben sie jetzt ein Heidelbeerfeld draus gemacht. Das ist ganz wichtig. Ich kann auch ein Heidelbeerfeld parken. Ja, ist nur eingezäunt, aber ist auch egal. Nee, aber du kannst theoretisch echt bei mir vor der Türe parken. Und da stehe ich im Schatten, hast du gesagt? Ja, stehst du komplett im Schatten. Hatte ich dir angeboten, wenn du bis hierher kommst, also bis zu mir nach Hause, kannst du bei mir vor der Türe stellen. Mit dem Solowagen. Du hättest auch mit dem Anhänger hinstellen können. Ja. Dann kann ich noch einen Sattelzug dahinter stellen in der Straße. Das fällt da nicht auf. Hm. Ja, weil wir haben ja zwei Grundstücke und hast ja eine Front, die ist. Boah, ist so reich. Ja, ich bin stinkreich, ja. Ich mache das eigentlich auch nur noch aus Langeweile und ich benehme mich auch grundsätzlich immer so daneben, damit die Leute was zu reden haben, weißt du? Mhm. Dann fällt das auch nicht so auf, dass ich eigentlich mehr Geld also habe. Also ich kann das bestätigen. Der ist wirklich Assi. Ich find das immer geil, wenn er zu mir am Telefon auf einer Sprachnachricht sagt so, weißt du was du bist? Du bist ein kompletter Assi, Alter. Dann muss er immer selber schon lachen. Du bist doch ein kompletter Assi. Jetzt habe ich die Bestätigung. Ja, bin ich auch. Ja. Nee, du bist ein guter. Stehe ich aber auch zu. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den nächsten Tag. Wenn ich sehe, was die in dem Laden da für einen Schwachsinn hier einen Mist machen. Die Leute, die kaufen, die ziehen eine Maske an. Und die Leute, die da arbeiten, die brauchen das nicht. Die brauchen das überhaupt nicht. Junge, ich habe eigentlich nicht schlecht gepennt. Also eigentlich. Eigentlich war es okay. Gestern war der Mikey hier. Das hat mich total gefreut, ey. Der hat mich überrascht hier. Der geile Typ. Das war cool. So, wir fahren jetzt nach Mercedes. Ludwigsfelde. Da steht irgendwo ein Charger. Den muss ich irgendwo aus einer Garage rausholen. Da habe ich einen Hubwagen mit, ne? Den muss ich aus einer Garage rausholen. Und dann müssen wir den setzen. Das machen wir, glaube ich. Ich habe mir ein Croissant geholt, ey. Ich musste irgendwie 8 Euro aufbinden. Zwei Croissants und ein Kaffee, 8 Euro. Auch ein bisschen bescheuert. Parken, 12 Euro, 8 Euro. 8 Euro Verzehr, 4 Euro für den Arsch. Ja, so zocken sie dich ab. 1 Euro zahle ich ja gern, aber 4 kriegst du nicht wieder den Mist. Ist das schön hier. Wir sind jetzt Ludwigsfelde Industriegebiet. Wir fahren ja nach Mercedes, ne? Müssen wir hier jetzt? Gut. Haus Nummer 10 muss ich hin, ja. Schauen wir jetzt mal. Ich stelle mich mal hier auf den kleinen Parkplatz. Dann gehen wir erstmal zum Pförtner. Fühlst dich direkt wohl hier. Geht gar nicht anders. Geil. Und wisst ihr, was ich mir geholt habe? Wo ist der Schlüssel? Da. Ich habe mir. Warte. Ich muss erstmal das Triebwerk starten. Guck mal bitte. Wir fahren jetzt rein, ganz gerade durch, abknickende Vorfahrt rechts, direkt wieder rechts, linke Seite. Fünftes OG. So, ich habe den Charger jetzt da hinten aus dem Tor rausgeholt, habe den aufgeladen, also Deckel abgemacht. Da oben sind ja so Ösen drin und dann habe ich den geladen. Die Leute sind jetzt gerade jetzt gekommen, die sind schon nach vorne. Hast du ja ein bisschen Arbeit, hab ich nochmal, verstehst du das? Aber dafür war auch der Hubwagen, ne, warte. Den habe ich auch drauf. Mit dem Hubwagen. Den Charger aus der Halle geholt, dann aufgeladen und dann fahren wir den jetzt vor das Tor. Also wir fahren jetzt an dem Tor raus, wo wir eben reingekommen sind und dann fahren wir irgendwo rechts auf den Parkplatz und dann wird der gesetzt. Die haben da noch zwei drin stehen, aber nur der eine wird gesetzt. Thank you.
Die Fördner hier, die waren einsame Spitze. Ach, ich habe ja noch Menge Cappuccino, Jung. Was ist los hier mit dir, Dirk? Es ist schon wieder so warm hier, aber es war total schön. Die Leute hier sind einfach spitze. Wollte ich nur mal so eben sagen. Dann fahren wir jetzt auf die Bahn. Und dann gucken wir mal, gestern war bei Magdeburg. War da so ein Hammerstau, ne? Das war nachmittags. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir gleich da vorbeiballern. Entweder wir haben Glück oder wir haben Pech, mir egal. Nach Hause müssen wir sowieso. Und zwar heute noch. Morgen ist Einschulung, verstehst du das? Habe ich ja eben von der Baustelle Magdeburg erzählt. Ne? Stand jetzt eben noch vor 20 Minuten auf 52 Minuten Stau. Jetzt haben wir 6 Minuten 40 noch. 6 Minuten 40 Stau nur noch. Da brauchen wir gar nicht für abfahren. Der hat mir eine Umleitung abgezeigt. Der hat mir die komplett abgezeigt. Der hat mir eine Umleitung angezeigt. Wie gesagt, der stand ja auf 52 Minuten. Und die Umleitung war minus 32. Die wäre ich dann gefahren, obwohl ich gesehen habe, dass auf der Umleitung auch ein kleiner Stau war. Aber ich hätte sie dann wohl gefahren. Aber für 6 Minuten 40 machen wir jetzt keine Spielerenzchen mehr. Schöne Ballermänner, würde ich jetzt mal so sagen. So, jetzt bin ich Rasthof Scharfstift und mache ein Päuschen. Ich habe mir, ich lasse die Karre laufen, Junge, das ist zu heiß. Eine Bockwurst zu holen. Ich bin ja der Tester, pass auf, ich muss mal gerade. Oh, ich hab da, ach, das Brötchen liegt im Ketchup, Junge, guck dir das mal an. 10, ja, bin ich auf jeden Fall halb sieben, viertel vor sieben oder was, wenn alles so bleibt, aber ich habe ja noch ein paar Staus. Staus? Unfassbar viele. Ich sag jetzt mal so, ich rechne mal so, dass ich um 19, 19.30 auf dem Hof bin, Leerlauf stoppen. Du kannst mich mal gerne haben, weil das ist Wärmdruste. Draußen sind tropische Temperaturen. Guck mal bitte die Autobahn. Hier ist jetzt los. Ey, unfassbar, wa? Guck mal bitte. Sind jetzt nicht allzu viele LKWs auf der Bahn generell? Überhaupt nicht. Ist echt unglaublich. Du kommst nicht durch hier, wa? Du kommst nicht durch, Junge. Ich kann immer so 5 bis 10 Minuten fahren und dann habe ich schon wieder Stau. 34 Grad. Okay. Heute Abend noch schnell Felgen putzen, Junge. Hier auf der 1 geht es eigentlich bis jetzt wunderbar. Die 2 war absolute Katastrophe. Oh, jetzt muss ich aber auch noch überholen hier. Zap, zap. So, pass auf. Wir sind auf dem Hof. Da steht jetzt drauf 18.14 Uhr. Ich rechne mal mit halb 7. Dann laden wir uns 2 Charger auf. Liegende, kleine für Rasthofseeberg Ost und West. Freitag früh 8 Uhr. Morgen Einschulung und dann fahre ich. Ich fahre morgen Abend um 9. Genau. Dann fahre ich erstmal tanken in Frechen. Hab jetzt bald wieder halb. Wenn ich unten bin, habe ich halb. Und dann fahren wir die Nacht dann hoch. Machen wir erst Ost. Tun wir den tauschen. Dann West. Richtig? Ja. Und dann bleiben wir West stehen, machen unsere Pause und dann fahren wir wieder runter und sind dann Samstagvormittag irgendwann wieder hier unten. So machen wir das. Vorne fährt einer vor mir mit dem Cabrio BMW im strömenden Regen. Nur mal so jetzt. Der hatte doch auf. War ich gerade auf der Rotenkirchener Brücke. Und auf der Rotenkirchener Brücke staut sich das meistens, weil kurz dahinter ja die Abfahrt auf die 555 ist. Und weil sich das gestaut hat, wollte ich auf die Mitte fahren. Gib doch Gas! Wollte ich auf die Mitte fahren und habe den Blinker gesetzt. Und schräg hinter mir auf der Mitte war ein schwarzer Ford Focus aus der Eifel. Der ist ganz langsam an mir vorbei. Und hinter ihm bin ich dann auch auf die Mitte.
weil ich den Stau umgehen wollte dann. Ne? Ich bin ja am Hindernis vorbeigefahren dann quasi. Er hat sich aber dann entschlossen, auch auf diese Abbiegespur zu fahren und hat mich dann richtig schön ausgebremst. Dort hat er extra gemacht, 1000%ig. Und ich frage mich, warum, wenn der doch weiß, dass der auf die Abbiegespur will, warum fährt er nicht hinter den LKW? Wenn der doch sieht, dass ich den Blinker habe. Er muss doch wissen, dass ich am Hindernis vorbei möchte. Nein, da muss er extra noch zanken und das hat der extra gemacht. Ich habe mich noch mit dem Hubkonzert bedankt. Hat er dann auch gemacht. Was ein Spinner. Leute, fahrt hinter die LKW, wenn ihr in die Ausfahrt wollt. Und nicht vor die LKW. Ihr bremst die nur aus, dann ist total unnötig. Auch schon sehr weit hier. Der Parkplatz. Rasthof Frechen. So, ich bin fertig. Ich habe die zwei Kisten noch geladen für Rasthof Seeberg war das, ne? West und Ost, genau, für Freitag, 8 Uhr. Eins habe ich heute wieder gelernt in Ludwigsfelde. Der Mann, der Ansprechpartner von Mercedes, der hat gesagt, weil ich mich über die Wespen aufgeregt habe da oben, ne? Das ist ja eine Plage wieder dieses Jahr. Der hat gesagt, die heißen nicht Wespen da oben, die heißen Wospen. Wospen und wir haben die Wespen. Verstehst du das? Verstehst du?